Leute, moin moin und herzlich willkommen zu einem kurzen Update zu Rim Royale. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, gibt es Neuigkeiten. Es gibt ein Update, das jetzt schon ein paar Mal verschoben wurde. Es wird offensichtlich doch kommen, es wird vermutlich im Februar kommen und am 31., das heißt übermorgen, gibt es weitere Patch Notes. Uns hat Next2Fill ein bisschen informiert. Ich werde jetzt auch mal ganz kurz die Punkte durchgehen, die wir jetzt schon kennen, die wir jetzt schon wissen. Und zwar wird es voraussichtlich erstmal keinen Battle Pass geben, aber dafür ein paar andere tolle Dinge. Unter anderem wird es die Limited Time Mods geben, die schon zur HRX angekündigt wurden. Was genau, werden wir dann sehen. Es wird wohl wöchentlich wechseln. Es wird eine Schmiede-Update geben. Es wird wohl die Möglichkeit geben, dass wir in der Schmiede die Gegenstände aufwerten, die Waffen aufwerten, Klassengegenstände erhalten etc. Dazu wird auch gleichzeitig die maximale Splitterzahl angehoben von 200 auf 300, vermutlich eben, weil man mehr braucht. Dazu wird es tägliche Updates in den Shops geben. Wie sich das jetzt auswirkt auf neue Skins, das können wir jetzt natürlich noch nicht wissen. Wir hoffen natürlich, dass es nicht nur Recolors sind von bestehenden Skins, wo nur die Farben geändert werden, sondern dass halt auch einfach komplett neue Sachen reinkommen. Wie sich das dann am Ende entwickelt, sehen wir dann, wenn das Update da ist. Auf jeden Fall soll es täglich neue Sachen geben. So, es soll eine Balanceanpassung kommen, wie die meisten ja schon mal gehört oder gesehen haben oder gefühlt haben. Gibt es einzelne Waffen, die vielleicht ein bisschen zu krass sind, wo man vielleicht auch nicht wirklich so viel Aim und Skill benötigt. Hier soll wohl noch was kommen, auch eine Anpassung generell. Lassen wir es uns mal zu Genuss führen. Genau. Dazu wird es zwei neue Fähigkeiten geben. Welche sind, wissen wir natürlich auch noch nicht. Wir hoffen einfach, dass es übermorgen nochmal ein Update gibt. Da werde ich auch nochmal ein kleines Update-Video dazu machen, zu den Patch Notes, wenn es denn dann auch wirklich welche gibt. Ansonsten wird dann nochmal der Außenposten überarbeitet. Wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, der Pilzdschungel wird überarbeitet. Ihr könnt da oben nicht mehr landen und auf kleinste Zone spielen. Zusätzlich wird es wohl neue Quests geben, wodurch wir täglich Kronen verdienen können, sodass man ähnlich wie bei Paladins vielleicht auch wenig bis gar kein Geld mehr ausgeben muss, um einzelne Skins und Co. zu bekommen. An der Stelle, das war es auch schon. Das war ein ganz kurzes Update-Video. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Infos mal kurz zusammengepackt bekommen. Wir warten alle auf Freitag. Freitag soll es neue Infos geben. Spätestens Samstag mache ich dann nochmal ein Update-Video dazu. Und an der Stelle erstmal herzlichen Dank dafür, dass ihr reingeschaltet habt. Und Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, haut rein, haut rein.